So, hi und hallo mal wieder. Ich stelle euch jetzt Sammelmappen-Updates vor bei mir, allerdings nur komplette. Das ist jetzt Match Attack Bundesliga 2015-2016 Sammelmappe von der Boosterkarten vollständig. Ich habe überall Papier zwischengetan, um euch ein paar Preise zu aktualisieren, was die Karten wert sind. Ob ihr das Geld auch dafür kriegt, das ist eine andere Sache. Ich kann euch nur zeigen, aus verschiedenen Internetportale, was sie wert ist. Die einzelne Karte. Es sind ein paar Highlights dabei. Es fehlen mir nur noch ein paar limitierte, sonst komplett vollständig. Und nach werde ich jetzt Sammelmappen vorstellen, die ich im Komplett habe und was die Preise eben ziemlich hoch geworden sind. Also, wie ihr seht, alles schön komplett. Hier könnt ihr auch sehen, wem ihr oder euch noch fehlt. Welche Karte? Es sind wirklich ein paar schöne Karten dabei. So, jetzt fängt es an. Wie ihr seht, 5 Euro wert. Bei welchem Verein? Borussia Dortmund. Das ist das Bundesliga-Logo. Ist 5 Euro wert. Es gibt noch ein wertvolleres. Das sehen wir gleich. Dann, wie ihr hier seht, na, die Dreierkarte von Borussia Dortmund, wo 3 Spieler drauf sind, ist schon 4 Euro wert. Ob ihr die Preise dafür kriegt, das sind die Karten, was wert ist, was ich im Internet nachgeschaut habe. Aber es kommen gleich noch richtig hochwertige und teure Karten. Seid gespannt. Besonders ein Bundesliga-Logo, es ist leider mehr wert wie Borussia Dortmund. Ihr werdet auch gleich sehen, welches. Aber wie ihr seht, nicht eine Karte fehlt. Es ist auch nur die Dortmunder, die so hochgegangen sind an Preisen. Und natürlich der andere Verein. Hier ist er. Bayern München, so leid es mir tut. Das offizielle Logo. 8 Euro wert, dann hier hinten die Dreierkarte von Bayern München mit 3 Spielern drauf, schon 9 Euro wert. Naja, muss nicht sein, aber dafür ist dieser Verein wertlos. Aber das wussten wir ja. Nichtsdestotrotz, wie ihr seht, nicht eine Karte fehlt. Jetzt geht es weiter hier oben. Die beiden sind 8 Euro wert. Zoom mal ran, dass ihr wisst, welche Karte ich meine. So, diese beiden 8 Euro wert. Kommen wir jetzt weiterhin zu weiteren Karten. Dann haben wir jetzt natürlich jetzt hier auch natürlich wieder 6 Euro Karte. Jetzt hier unten die Highlights. 13 Euro und 5 Euro und 28 Euro. Und wobei? Borussia Dortmund. Und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Die 13 Karte müsste die, ja doch, 13 Euro wert, 5 Euro wert. 28 Euro wert ist auch eine Borussia Karte und das müsste die Club 100 sein. Ja, die Club 100, 28 Euro schon wert. Also ihr seht, es sind ein paar Karten dabei, die ihr vielleicht auch schon habt, die richtig hochwertig sind. Aber es kommen noch einige. 10 Euro wert. Club 100 Karte. Bayer Leverkusen. Dann geht es jetzt hier rüber. 9 Euro wert. Die Club 100 ist nur 6 Euro wert, deswegen habe ich da nichts beigeschrieben. Dann hier unten 20 Euro und 8 Euro. Leider Bayern München. Die Club 100 und die 8 Euro. Die hier hinten, wie ihr seht, nämlich ganz 12 Euro wert. Naja, wer ist das wohl darum? Auch Bayern München.
Also, es sind ein paar hochwertige und teure Karten sind schon geworden. 10 Euro wert wäre ja, ist eine Club 100 Karte. Eben den Zettel rausholen. Ja, eine Club 100 Karte. 10 Euro schon wert. Aber wie gesagt, ob ihr die Preise erwirtschaften könnt oder verkaufen könnt. Teilweise auf Flohmärkte sind die Preise 2 Euro billiger bloß. Also die sind schon richtig schön hoch. Aber diese Plastikkarten oder Transparenten liegen alle zwischen 2,50 Euro und 4 Euro. Deswegen habe ich da nichts dran geschrieben. Die liegen fast alle gleich. Dann kommen jetzt hier hinten die Limitierten bei mir. Hier ist 10-Euro-Karte. Oh, in Silber. In Gold ist er natürlich, ich glaube, 22 Euro wert. Die fehlt mir noch. Kommen wir nun zu der letzten Seite, die ich habe mit limitierten Karten. Fangen wir hier oben an. 8 Euro wert. 25 Euro wert. Das ist eine goldene. Die silberne davon, glaube ich, 17 Euro und 9 Euro. Wenn ich so die Preise noch im Kopf habe. Wie ihr hier unten seht. 10 Euro, 18 Euro, und wer das ist, 10 Euro Karte, limitierte Karte, aha, in Gold, und 18 Euro limitierte Karte, der Neuer. Also, das sind jetzt Preise, die ich aus dem Internet für euch geholt habe, was auf verschiedenen Börsen machbar ist, die Preise, was sie gehandelt werden, ob man das dafür kriegt, wisst ihr ja selber, das ist immer Angebot und Nachfrage. Ich hoffe, euch hat das kleine Sammelmappen-Update gefallen mit Preise. Ich werde meine anderen Sammelmappen jetzt auch so vorbereiten und natürlich jetzt nach und nach die vollen Sammelmappen euch präsentieren. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.